Hallo, wir sind heute im Kongen Buffet and Barbecue Restaurant für euch. Das ist typisch thailändisch. Wie es hier so ist, was es alles gibt und wie es schmeckt, erfahrt ihr hier bei Spicy Thai. So, wir sind hier gegenüber von der Feuerwehrstation. Das kann man euch vielleicht gerade mal zeigen, falls ihr hier auch mal herkommen wollt. Die Koordinaten werden wir euch natürlich wie immer in die Description Box setzen. Und jetzt lasst uns einfach mal zusammen schauen, wie es so ist. So, wir gehen jetzt mal vor und holen uns unsere Sachen für den Grill. So, hier habt ihr Zange und eure Schüssel und dann könnt ihr euch, ich zeige euch jetzt einfach mal, was es hier alles gibt. Wir haben hier verschiedene Meeresfrüchte, die ihr auf den Grill legen könnt. Wir haben Muscheln, dann haben wir Schweinebauch und dann gibt es hier verschiedene Würstchen, Fleischbällchen, Rindfleisch, Hähnchen. Hier gibt es Nudeln für die Suppe und Pilze, alles Mögliche. Da könnt ihr euch nehmen, was ihr mögt. Und hier hinten gibt es dann auch noch verschiedene Soßen, die ihr euch nehmen könnt für den Fisch. Ihr könnt euch hier selber so einen Tamm machen. Und hier haben wir noch Obst, haben wir hier noch eingelegtes. Und hier gibt es nochmal gebratenen Reis, normalerweise auch Pommes, falls ihr keine Lust habt, auf Grill. Hier, wenn ihr seht, da könnt ihr euch alles für euren Suppentopf raussuchen, von Gemüse über Fleisch und Pilze, Nudeln, gibt es hier alles. Und hier geht es wieder weiter mit eingelegtem Schweinefleisch, Hackfleisch, alles, was das Herz begehrt. So, das war's dann fürs Erste. Wir werden uns jetzt unsere Sachen holen und zeigen euch dann später, wie wir es grillen. So, wir sind jetzt hier an unserem Platz. Wir haben uns alle Zutaten geholt, die wir möchten. Und wir haben einmal den typisch thailändischen Barbecue-Grill mit der Suppe außenrum. Wenn ihr, wie ihr sehen könnt, haben wir schon draufgelegt. Und hier drüben haben wir den ganz normalen thailändischen Grill, wenn ihr das vielleicht mit der Suppe nicht möchtet. Und es geht eigentlich alles ganz, ganz einfach. Wie gesagt, holt euch, was ihr wollt, setzt euch hin und lasst es euch schmecken. Das werden wir auch tun. Noch als Tipp, wenn ihr hier diesen Barbecue-Grill habt mit der Suppe außenrum, dann holt euch hier so ein großes Fettstück und reibt den ab und zu mal ein. Das gibt Geschmack für die Brühe und euer Fleisch bleibt nicht so dran hängen. Die Soße von der Suppe, die Marinade, die könnt ihr euch selber zusammenstellen. Da gibt es hinten Sojasauce, Fischsoße und noch andere Gewürze und dann könnt ihr abschmecken, wie ihr es am liebsten habt. Und das Fleisch gibt natürlich auch nochmal Aroma ab. So, wir sind jetzt fertig mit dem Grillen. Also ich denke, was ich für uns beide sagen kann, wir sind sehr, sehr zufrieden. Preis-Leistung stimmt hier absolut. Ihr bekommt echt für das Geld eine unglaubliche Breite an Lebensmitteln, an Speisen, die ihr euch zubereiten könnt. Und wir waren jetzt zu zweit. Das ist echt super. Es macht Spaß. Aber ich denke, wenn ihr in einer großen Gruppe hier seid, dann habt ihr noch viel, viel mehr Spaß. Ihr könnt hier echt über Stunden lang grillen, wenn ihr wollt. Und die Suppe könnt ihr euch auch zubereiten. Es gibt natürlich auch Nachtisch, sehr, sehr leckeres Eis. Also wie gesagt, wir würden auf alle Fälle, denke ich, wiederkommen. Das auf alle Fälle weiter empfehlen. Und probiert es einfach mal aus. Scheut nicht davor, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Ganze anrichten müsst. Das kriegt ihr alle hin. Und wenn nicht, dann fragt einfach mal nach. Die Öffnungszeiten und die Preise schreiben wir euch wie immer in die Description Box unten. Solltet ihr Fragen haben, dann schreibt uns einfach. Wir probieren sie euch zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen hoch und um auf dem neuesten Stand zu bleiben, abonniert uns.